Alle, die eine amtsmüde oder gar gesundheitlich angeschlagene Bundeskanzlerin zu einem der härtesten Termine des Sommers erwartet hatten, belehrte Angela Merkel heute eines Besseren. Sichtlich gut gelaunt beantwortete sie in ihrer Sommer-PK 1,5 Stunden lang aktuell drängende Fragen. Dazu Michael Böhm lieber. Nein, einen kranken Eindruck macht sie nicht. Topfit präsentierte sich die Kanzlerin. Kein Zweifel, sie will ihren Job zu Ende bringen, souverän, ließ sie es in ihrer alljährlichen Leistungsschau von den Hauptstadtjournalisten sogar ein wenig menschlich. Als Mensch habe ich auch persönlich ein hohes Interesse daran, an meiner Gesundheit. Denn wie gesagt, 2021 habe ich ja gesagt, ist der Abschluss meiner politischen Arbeit, aber dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt. Das würde ich dann auch gerne gesund weiterführen. Und diese Zeit bis zu ihrer Rente will sie tatsächlich nutzen. Die Klimakanzlerin in ihr drängt zurück, ganz offen zugegeben, dank Greta. Die Ernsthaftigkeit, mit der Greta aber auch viele, viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht und dass ihre Lebensperspektive einfach eine weitaus längere ist, die hat uns schon nochmal dazu gebracht, auch sicherlich entschlossener an die Sache heranzugehen. Natürlich im Fokus auch diese beiden Damen. Ihre Freude über den Kramp-Karrenbauer-Überraschungskuh bemühte sich Merkel, es gar nicht zu verstecken. Wo immer sie arbeitet, arbeitet sie gerade mit 100%. Das ist die Erklärung. Um sich dann gut gelaunt auch über die Kritiker von Ursula von der Leyen Karrieresprung lustig zu machen. Wir müssen ja jetzt nicht übermäßig stolz sein darauf, aber dass wir jetzt irgendwie die Einzigen sind, die in Europa kriegscremig rumrennen, ist auch vielleicht nicht notwendig. Das war durchaus zu verstehen als Seitenhieb auf den Koalitionspartner, mit dem allen Widrigkeiten zum Trotz dennoch Politik zu machen sei. Wir haben aber gezeigt, dass wir handlungsfähig sind, obwohl wir zum Teil große Meinungsverschiedenheiten überbrücken müssen, denn wir sind drei Parteien, die die Koalition tragen und das liegt in der Natur der Sache. Ja, und in Zeiten der Gleichberechtigung durfte sich auch ein für viele Gefühl zu kurz gekommener Überlob von oben freuen. Ich arbeite sehr gut mit Jens Spahn zusammen. Er schafft eine Menge weg, wenn ich das mal so sagen darf. Also er packt auch sehr heiße Eisen an. Klare Worte fand die Kanzlerin zudem für den US-Präsidenten, der farbige Kongressabgeordnete rassistisch attackierte. Ich distanziere mich davon entschieden und fühle mich solidarisch mit den drei attackierten Frauen. Merkels Schlussakkord nach 92 Minuten. Jetzt darf sie bedingt in die Sommerfrische. Wohin, wird nicht verraten, nur dass sie am Mittwoch ihren Urlaub unterbrechen muss für die Vereidigung Kramp-Karrenbauer. Und die Kanzlerin hat also